Eigene Pendelbilder zu Hause machen? Wir probieren es heute aus. Erster Stopp, Bauhaus. Wir brauchen Folie, eine Kordel, Becher, eine Leinwand und natürlich Farbe. Hier haben wir weiße Farbe und Farbkonzentrat gekauft, damit wir nichts verschwinden. Zu Hause angekommen haben wir die Folie über drei Stühle gehangen, damit unten eine gerade Fläche entsteht. Auf die Stühle kommt ein Besen für das Pendel. Und jetzt heißt es Farbe mischen. Weiß zuerst und dann das Konzentrat. Oh mein Gott, so satisfying, Leute, wie sich das vermischt. In die Becher machen wir vier kleine Löcher, um dort Holz Stäbchen für die Aufhängung reinzustecken. Knoten in die Kordel und den Becher mit Farbe am Besenstiel befestigen. Ein Loch unten in den Becher und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wir lassen es pendeln. Zuerst hat es nur etwas getropft, aber mit ein bisschen Wasser lief es dann schon flüssiger. Bei Blau lief es dann mega. Grün dazu und Rot auch noch. Jetzt müssen wir warten, bis es trocken ist. Drückt das Plus auf Ehre oder schaut später in meiner Story vorbei.